Flugbetrieb mit Drohnen. Der Flughafen Kochstedt öffnet seine Türen. Der Flughafen Magdeburg-Kochstedt feierte am 6. Mai in Anwesenheit von Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Industrie seine offizielle Wiedereröffnung. Durch die Verbindung des Flughafens mit dem Nationalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt steht nun eine einmalige Teststation zur Verfügung. Neben dem regulären Flugbetrieb wird hier zusätzlich der Luftverkehr für unbemannte Luftfahrtsysteme erforscht. Auf diese Weise lässt sich das Zusammenspiel des bemannten und unbemannten Luftverkehrs ausführlich testen. Ja, mich freut als Landespolitikerin vor allen Dingen, dass wir für den Flughafen Magdeburg-Kochstedt inzwischen einfach eine nachhaltige und zukunftsfähige Nutzung gefunden haben, die jetzt auch noch dafür sorgt, dass in Sachsen-Anhalt das ein oder andere entwickelt werden kann, was aus meiner Sicht wirklich Vorreiter ist. Also das, was für uns auch als Land interessant ist, ist, dass hier unter anderem dazu geforscht wird, wie wir bemannten und unbemannten Luftverkehr kombinieren können, wie die aufeinander reagieren, was da möglich ist. Denn ich bin fest überzeugt, dass zum Beispiel gerade im Transportbereich unbemannte Drohnen, also Lastflugzeuge im Endeffekt, deutlich stärker Raum greifen werden. Und dafür müssen wir sorgen, dass das sicher umzusetzen ist. Und wenn hier zu diesen Bereichen geforscht wird, so wie das vorgesehen ist, bringt uns auch unser Bundesland voran. Ich kann ganz klar sagen, was wir hier haben, sind Drohnen. Das sind auch Drohnen, die wir natürlich völlig in der Gewalt haben. Die fliegen jetzt auch nicht irgendwie durch die Gegend, sondern die werden gesteuert. Und das ganz Besondere, was wir hier haben, ist, dass wir den Betrieb von diesen Drohnen, also den unbemannten Luftfahrzeugen, integrieren können in den Betrieb ganz konventioneller Luftfahrzeuge. Und das ist einzigartig weltweit. Und eben deswegen kommen auch Industriepartner hier hin. Wir hatten letzte Woche auch Gäste aus den USA, die hier Experimente durchgeführt haben, dann allerdings sogar zum Thema Raumfahrt. Und wir wollen das natürlich bekannt machen, weil das einzigartige Möglichkeiten auch für die Industrie sind. Und ich denke, Sie werden hier noch viele, viele Firmen sehen und viele, viele unterschiedliche Drohnen oder unbemannte Luftfahrzeuge, wie wir es eher nennen. Ja, und ich hoffe, dass das natürlich auch immer mehr werden. Seit seiner Erbauung im Jahr 1957 als sowjetischer Militärflugplatz und anschließender Umgestaltung zu einem Verkehrsflughafen mit 24-Stunden-Betrieb ging das Gelände durch die Hände zahlreicher Besitzer. Eine richtige Integration in den regulären Flugverkehr gelang jedoch so richtig nicht. Und in den aufwendigen Umbau flossen Millionen von Steuergeldern. Doch trotz Bemühungen und finanzieller Unterstützung eines Investors meldete der Flughafen Insolvenz an und der Luftverkehr in Kochstedt stand letztendlich still. Erst die Übernahme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt hauchte dem Gelände neues Leben ein. Endgültig abgeschlossen ist die Verwandlung des Kochstedter Flughafens zu einem Monopol für Wissenschaft und Forschung mit der Wiedereröffnung allerdings noch nicht. Der hat ja schon eine lange Geschichte. Durchaus auch eine spannende Geschichte und er ist ja auch nicht ganz weit weg von unserem größten Luftfahrtstandort in Braunschweig. Und die Universität Magdeburg hat ja auch einen hervorragenden Ruf. Und als es die Möglichkeit gab, diesen Flughafen zu erwerben, hier dann auch eine Einrichtung aufzubauen und hier Forschung zu machen, da haben wir uns unheimlich gefreut, dass uns da das Land Sachsen-Anhalt und auch der Bund, also in unserem Fall das bei uns beteiligungsführende Ministerium, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, in unglaublicher Weise unterstützt haben. Und diese Unterstützung hat uns dann auch geholfen, dass wir hier zügig ansässig geworden sind und jetzt da stehen, wo wir jetzt sind heute. Ja, ich glaube, dass wir jetzt den Endpunkt erreicht haben, was die Rechtskonstruktion anbelangt. Hier ist jetzt ja der Staat mit seinen Forschungseinrichtungen tätig. Der AG heißt ja im Prinzip Bund, Land und auch die kommunalen Strukturen haben sich auf diesen Standort als Entwicklungs- und Forschungsstandort verständigt, haben eine langfristige, auch vertragliche Planung, auch über das Strukturstärkungsgesetz, was wir doch errungen haben, werden hier viele, viele Millionen Euro investiert, Personal eingestellt, Aufträge in die Region gegeben. Ich habe mich gerade davon auch informieren lassen. Und es ziehen wieder Menschen, die von hier stammen, zurück in diese Heimatregion und haben damit Lohn und Brot. Im Rahmen der stufenweisen Entwicklung werden vorhandene Gebäude und Anlagen auf dem Fluggelände umgebaut und instand gesetzt.
zusammen mit Partnern aus Forschung und Industrie auf nationalem und internationalem Gebiet forscht das DLR bereits mit Großforschungseinrichtungen wie NASA an neuen Methoden und Projekten der Luft- und Raumfahrt. Das weitläufige Gelände des Kochstädter Flughafens bildet hierbei ein ideales Testgelände unter realen Bedingungen für die Erprobung und Zulassung der Luftfahrzeuge. Mit seiner neuen Funktion als Reallabor, also einem Ort, an dem Theorie und Praxis aufeinandertreffen, wird der Flughafen Magdeburg-Kochstedt die moderne Technik ungemein voranbringen. Also dieses Projekt hier besteht ja vor allen Dingen aus der Idee, dass hier nicht nur Grundlagenforschung betrieben wird, sondern angewandte Forschung. Das heißt, hier oben sollen sich auch Unternehmen ansiedeln. Hier soll im Zusammenhang mit Flugverkehrstechnik, mit Flugsicherheit erprobt werden können. Aber dann soll hier oben natürlich auch Wirtschaft entstehen. Das stammt noch aus der Zeit, als Wissenschaft und Wirtschaft ein Ressort waren in Sachsen-Anhalt. Nun, als Wissenschaftsminister freue ich mich natürlich, dieses Projekt einfach weiter begleiten zu können. Wir haben eine erstklassige, enge Anbindung an die Otto-von-Guericke-Universität. Aber genau genommen sind die meisten Hochschulen unseres Landes in der Lage, hier Kooperationspartner zu werden. Und ich freue mich auch, dass die ersten Unternehmen Interesse angemeldet haben und darüber hinaus nicht wenige Behörden. Sie sehen hier beispielsweise einen Polizeihubschrauber unserer Hubschrauberstaffel. Das ist doch ein schönes Zeichen dafür, wie wichtig Kochstedt hier auch in Zukunft für uns sein wird. Wie hoch ist denn der internationale Imagegewinn für Sachsen-Anhalt? Ich glaube, das passt alles gut zusammen, wenn man überlegt, dass wir ja auch mit anderen Ansiedlungen, vor allen Dingen auch Intel, jetzt ein klares Signal bekommen haben und dieser Forschungsstandort ja gleichzeitig nicht nur für Drohnen, sondern auch als Verkehrsflughafen nutzbar ist, ist damit auch die Erreichbarkeit der Investitionsstandorte hier in unserem Land direkt durch Anflug und Abflug möglich. Das heißt also, wir haben eine verkehrliche Infrastruktur, die einzigartig ist im Zusammenhang auch mit den Investitionen, die jetzt getätigt werden. Zum feierlichen Anlass der Wiedereröffnung landete das erste Flugzeug vor applaudierendem Publikum auf dem Flughafen. Richtig spektakulär wurde die Landung aber erst, als die Maschine durch zwei Wasserfontänen der Feuerwehr fuhr. Zurzeit dürfen hier nur Luftfahrzeuge mit einem Höchstgewicht von 5,7 Tonnen landen. Bis 2024 soll diese Gewichtsbeschränkung allerdings bis auf 14 Tonnen erhöht werden, sodass sich der Flugbetrieb kontinuierlich erweitert. Aber wird es mit dem Flughafen Magdeburg-Kochstedt tatsächlich möglich sein, Zukunftsthemen wie dem Flugtaxi zur Realität werden zu lassen? Auf jeden Fall, das gibt es ja forschungsseitig schon als Projekte und das wird sicherlich auch Standard werden. Dazu muss noch rechtlich einiges getan werden. Es geht ja auch um Sicherheitsfragen, aber wenn man sich die Mobilitätsentwicklung insgesamt global, aber auch national ansieht, wird es auch daran keinen Weg vorbeigeben, aber immer sozusagen in den Schritten, die technologisch möglich sind. Mehrheitlich wird der Verkehr noch klassisch abgefahren, allerdings dann auch immer mit umweltfreundlicheren Antriebstechniken und da sind wir dran. Und zu diesen Antriebstechniken gehört dann irgendwann auch die Drohne. Wenn wir uns hier mal die unbemannten Flugobjekte anschauen, die hier jedenfalls vorgeführt wird, da sehen wir sehr viel zivile Nutzung, da sehen wir sehr segensreiche Nutzung, die da in Zukunft in Aussicht steht und auch eine ganz praktische. So oder ähnlich werden Flugtaxis künftig aussehen, wenn es sie denn gibt. Und wir werden irgendwann mal sagen können, das alles ist durch Kochstedt beschleunigt, manches vielleicht auch erst ermöglicht worden. Bis Ende des Jahres sollen noch etwa 15 Millionen Euro für den Aufbau von Betriebs- und Infrastrukturen investiert werden, um den Neubau voranzubringen. Geplant sind außerdem zahlreiche Neueinstellungen von wissenschaftlichem Personal. Aktuell sind 6 Mitarbeiter für den Flugbetrieb zuständig. Perspektivisch sollen es für Forschung und Betrieb eines Tages 10-mal so viele werden. Dies ist auch notwendig, denn mit dem Ausbau des Flughafens werden gleichzeitig neue Arbeitsplätze entstehen.
Ja, wir suchen hier natürlich unterschiedliche Mitarbeiter, ganz klar. Wir machen Luftfahrt. Das heißt, wir suchen Ingenieurinnen und Ingenieure aus Luft- und Raumfahrt, aus dem Maschinenbau, der Elektrotechnik. Informatiker suchen wir auch. Wir haben ganz spannende Daten. Auch diese Daten gilt es natürlich zu generieren, die gilt es auszuwerten, daraus Erkenntnisse zu sammeln. Wir brauchen natürlich auch Menschen, die das der Öffentlichkeit bekannt machen. Ja, auch das ist natürlich wichtig. Wir haben ja dann die Menschen, die den Flughafen betreiben. Wir brauchen auch Mitarbeitende im Bereich der Administration, des Managements. Und wir haben ja sozusagen eine Einrichtung. Ja, das ist bei uns sozusagen ein kleiner Bereich, der nicht ganz selbstständig agiert. Aber wir haben immer das Prinzip, dass wir lokal all das tun, was man lokal am besten tun kann. Ja, und das schließt natürlich auch Dinge ein, wie ganz klar, wir brauchen Menschen, die hier die Gebäude reinigen, die hier viele Dienstleistungen auch im Bereich sozusagen des Gebäudemanagements machen. Also ganz großes Spektrum. Ich wünsche mir, dass der europaweit und möglichst weltweit bekannt ist als das Zentrum für die Erprobung von unbemannten Luftfahrzeugen und als ein Ort, wo das erste Mal so richtig gezeigt wurde, unter realen Umständen, wie ein Verkehr mit den konventionellen Luftfahrzeugen und unbemannten Luftfahrzeugen erfolgt, der etwas ganz Gewöhnliches ist, was ganz Normales. Und ich hoffe, dass wir es damit schaffen, unbemannte Luftfahrzeuge dann noch in großen Städten etwa zur Inspektion von Brücken oder aber auch im Bereich etwa von gefährlichen Lagen, wie sie zum Beispiel in der Industrie entstehen können, gebrauchen können. Mit der Landung des ersten Fliegers wurde die Eröffnung des Flughafens in Kochstedt offiziell. Als Erprobungszentrum wird dieser künftig den regulären Flugverkehr mit unbemannten Luftfahrzeugen vereinen und so hoffentlich die Türen zu zahlreichen Innovationen öffnen.